Sneaker Shorty mit David, hallo. Hallo. Was war der erste Sneaker, den du dir bewusst gekauft hast? Das weiß ich nicht mal mehr. Ich kaufe mir keinen Schuh bewusst. Immer nur, wenn ich so die Intention bekomme, ihn zu kaufen. Wenn ich ihn im Internet sehe, wenn ich ihn bei soulbox.com.de sehe oder wenn Mehmet ihn gerade loswerden will. Hast du ein Lieblingsmodell? Der Reebok Pump. Hast du eine Lieblingsmarke? Reebok. Jeremy Scott oder Schlichter? Ich trage gerade eine Jeremy Scott-Jacke, also hat die Frage sich erledigt. Stellst du deine Schuhe in die Vitrine oder trägst du alle Modelle? Ich trage alle meine Modelle. Putzt du die Schuhe auch oder rockst du sie runter? Ich putze sie. Frauen und Sneaker ist gleich? Gut. High-Top-Sneaker oder Low-Cut? Ich trage beides. Reseller, ja oder nein? Ist mir eigentlich relativ egal, also ich verkaufe meine Schuhe nicht, aber jeder kann mit seinen Schuhen machen, was er will. Was war dein letzter Kauf? Mein letzter Kauf? Ich glaube den Soulbox ASICS auf dem Soulmarkt. Den G-Lite 3. Und wenn du einen Sneaker designen dürftest, wie würde er aussehen? Boah, das ist eine schwierige Frage. Asiatisch. Bisschen genauer, das heißt? Rot, so chinesisch. Ja, keine Ahnung, ich würde ihn einfach so designen, wie es mir gerade gefällt. Super, vielen Dank. Ja, Schlitzboy.